warum dieser Ort? Wir sitzen jetzt wieder auf einem Friedhof und ich habe die Schnauze voll von all diesen Filmen über jüdisches Leben, die immer mit einer traurigen Klezmer-Klarinette auf Friedhöfen beginnen. Also auch wenn es um Juden in der DDR geht. Mein Gott. Aber da wir nicht in den Hinterhof vom Zentrum Judaicum konnten, also auch nicht in den Hinterhof dessen, was heute oder was mal das Restaurant Kadima war, denn wenn man dann an den Kohlenbergen vorbeiging, im Hinterhof war der Gemeinderaum der jüdischen Berliner Gemeinde. Ein total spannender Ort. Im ersten Stock hatte die wunderbare Renate Kirchner ihre Bibliothek, wo wir alle uns Bücher geholt haben, um zu lernen, zu lernen, zu lernen, zu lernen. Und es war ein sehr kreativer Ort mit tollen Diskussionen, sehr viele internationale Leute kamen einfach mal eben über die Friedrichstraße, um Vorträge zu halten, Diskussionen. Also es war eine sehr intensive und tolle Zeit. Gut, und da konnten wir nicht hin und dann sind wir also hier gelandet. Das, was heute das Moses-Mendelssohn-Gymnasium ist, dort habe ich in den 60er Jahren Schreibmaschinen schreiben gelernt, weil wir alle neben dem Abitur noch eine Berufsausbildung machen sollten. Dort ist unser jüngster Sohn in die Grundschule gegangen. Das waren die ersten Grundschulklassen hier. Die Kinder hatten eine großartige Schulzeit. Hier gleich hinter der Wand ist das Hackische Hoftheater, wo wir zwischen 1993 und etwa 2008 gab es dort zweimal in der Woche jiddische Musik mit sehr unterschiedlicher Qualität. Da haben Bands gespielt, die sich ausprobiert haben und dann wieder auseinandergefallen sind, aber auch die großen Stars der jiddischen Szene. Adrian Cooper, meine gute Freundin. Also viele, viele, viele Erinnerungen. Natürlich auch das jiddische Liedtheater, was der wunderbare Burkhard Seidemann erfunden hatte, weil Leute immer denken, sie verstehen Jiddisch-Deutsch-Sprecher, aber sie verstehen es natürlich nicht. Es klingt so ähnlich und sagt immer doch was ganz anderes. Also wir haben da die wunderbarsten Missverständnisse erlebt. Ja, und dann hier die Oranienburger Straße runter, die Erfahrung mit der Gruppe Meschulasch in den 90er Jahren, als es für Künstler noch überhaupt kein Problem war, einen Raum zu finden. Man hat sich einen Raum gesucht und zum Beispiel im ehemaligen Telegrafenamt und für Strom und Wasser den Raum gemietet. Und die Verwalter waren immer froh, dass überhaupt was in den Räumen passiert. Oder die wirklich legendäre Ausstellung in der Ahava, Dafka hieß die, die war wahrlich legendär. Alle noch vor dem Internet, ne? Also man muss dann wirklich Kataloge suchen, um diese Erfahrung zu finden. Ja, und die wunderbaren Jahre die experimentellen Jahre in der Synagoge Oranienburger Straße. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als wir die Mechitza, also als die dann vom Hausmeister abgesägt wurde und wir Frauen total stolz waren, dass wir unseren Platz erobert haben. Dort habe ich zum ersten Mal aus der Tora gelesen. Dann die Gerüchte in der Stadt. Die Frauen, die tanzen da nackt auf der Tora. Meine Frau Anna Adam und ich, wir haben dort unseren jüngsten Sohn zur Bar Mitzwa geführt. Uns war das überhaupt nicht klar, aber am nächsten Tag war das Gerücht in der Stadt rum. Und also hier liegt viel Geschichte des Behauptens von unserem Judentum, des bewussten Lebens von Judentum und des Neuentdeckens von unserem Judentum, nachdem die Mauer gefallen war. Ich bin 1988, nachdem meine Mama in die andere Welt gegangen war, hat mich Mütterchen Zufall in den Prenzlauer Berg geschickt mit meinen beiden Teenager-Söhnen. Und da habe ich direkt an der Gethsemane-Kirche gewohnt. Und da,
Jiddisch als die Sprache der Machtlosen, eigentlich seit Ende der 70er Jahre, besonders im kirchlichen Raum, aber auch im Raum von Kulturbund und überall, wo Intellektuelle sich trafen und es brodelte, ja, also eigentlich seit Mitte der 70er Jahre, war Jiddisch immer so die Sprache der Machtlosen. Und war damit sehr präsent in der ganzen, was man dann später Bürgerbewegung nannte. Und wir waren sehr aktiv in den Kirchen. Ja, ich habe Kollegen hier in Deutschland, die sagen, was, du singst in Kirchen? Ich sage, ja, warum nicht? Also das waren für uns geschützte Orte, wo wir gegen die Atomraketen in West und in Ost gesungen haben. Und uns frei äußern konnten, was wir auch getan haben. Und zwar über die jiddische Musik, Literatur, über die Entdeckung der ermordeten sowjetjiddischen Dichter, die wir in die Welt hinausgetragen haben und von der Ermordung in der Ljubljanka, von der wir erzählt haben. Also es war, Jiddisch hatte einen sehr, 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 sehr starken Impetus. Und 1988 wohnte ich an der Gethsemane-Kirche und natürlich war ich auf der Straße, ich war mit meinen Kindern auf der Straße, die dann in der Schule erzählt haben, was wirklich los war, weil sie halt da waren. Und Teenager, sehr kritisch mit ihrer Umwelt, die haben sehr, sehr genau beobachtet und so viel fürs Leben gelernt in diesen Jahren. Ja, und an dem berühmten 9. Oktober, also alle reden immer vom 9. November, aber der einzige wirkliche Drehpunkt war der 9. Oktober, das war Yom Kippur. Und als gutes jüdisches Mädchen war ich natürlich in der Synagoge, kam zurück, das ganze Viertel war abgesperrt. Ich bin ja nicht sehr hoch gewachsen, also ich musste mich dagegen die Polizei durchsetzen und sage, ich wohne hier, immer die Kinder dann im Schlepptau, na, wir wohnen hier. In meiner Wohnung standen Berge von Taschen mit Flugblättern. Leute mussten ja auch mal das Beinchen heben und was essen. Also ich stand ständig in der Küche, habe Leute versorgt. Und dann wurde ich gefragt, ob wir in der Gethsemane-Kirche singen würden. Also kam ich aus der Synagoge, bin in die Gethsemane-Kirche und ich habe gesungen Shir HaShirim, ich habe gesungen Lied von Scholem, ich habe gesungen Hersch Osherowitsch Gulag Lied, sieben verlorene Joren, sieben gefundene Teig. Und an diesem Abend drang plötzlich der Ruf in diese krachvolle, also ihr müsst euch vorstellen, wir hatten keine Handys. Ja, wir hatten keine Handys. Es gab im Gemeindebüro der Gethsemane-Kirche gab es ein Telefon. Und Tag für Tag, Nacht für Nacht war das Viertel abgesperrt von der Staatsmacht und Leute verschwanden. Und in der einen Nacht waren wir nachts um 1:30 auf der Schönhauser Allee, nachdem die ausländischen Journalisten weg waren. Und dann wurde aufgeräumt und eingesammelt. Da ist ein Freund von uns aus dem Polizeiauto gesprungen. Ich habe es gesehen. Das Auto ist dann über ihn hinweggerollt, das nächste. Ihm ist nichts passiert, er ist dann abgehauen. Und im Krankenhaus Friedrichshain hat jemand ihn gedeckt, dass die Stasi ihn da nicht rausholte, aber sie haben ihn trotzdem versorgt. Und da sprang mir sofort in den Kopf, mein Vater ist 1944 aus dem Polizeiauto gesprungen, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen, ne? Also von der Gestapo. Also für mich überlagerten sich da die Bilder. An diesem 8. Oktober stand ich mitten in der Nacht. Also andere haben es mir erzählt, bei mir war das schon völlig weg. Stand ich völlig allein auf der Schönhauser Allee und da kam so eine Truppe an Bereitschaftssoldaten. Also Bereitschaftspolizisten. Das waren junge Männer, die mehr Angst hatten als wir. Und die teilten sich plötzlich. Und dann kamen schwarz gekleidete, hochgewachsene, blonde Männer mit diesen Sturmriemen, mit diesen schwarzen Hosen, die in den Stiefeln stecken. Und ich dachte, jetzt kommt die SS.
und habe geschrien, habe auf der Straße gestanden und die angeschrien und jemand hat mich dann zur Seite in Hausflur gezerrt. Hausflure waren damals noch nicht abgeschlossen. Und dieser Engel hat mich davor bewahrt, da verhaftet zu werden. Und als wir dann überprüft haben, also die Überprüfung der Übergriffe vom 6. bis 8. Oktober, hat mir dann nach einiger Zeit einer der Untersucher gesagt, ja, das Bild, das du im Kopf hast, ist richtig. Es gab eine besondere Truppe der Staatssicherheit, das waren Staatssicherheitsoffiziere. Also mein Bild stimmte. So, jetzt komme ich aber zurück in die Kirche. Ich habe da gesungen und plötzlich kam der Ruf, übervolle Kirche, ich weiß nicht, 3000 Leute da drin, wir saßen alle so. Plötzlich kam der Ruf, sie sind weg, die Staatsmacht ist weg. Und dann sind wir auf die Straße raus und haben da ein Fest gefeiert. Ich habe nie in meinem Leben ein solches Fest gefeiert. Überall in den Fenstern waren Kerzen der Solidarität der Anwohner und wir haben da auf der Straße getanzt. Ja, das war, es war beinahe unfassbar. Ja. Und der Hintergrund war natürlich, dass der Zirkel, also der Ring in Leipzig dicht war. Und damit klar war, also entweder werden jetzt ein paar tausend Menschen zusammengeschossen, was immer noch drin war. Es gab genug gefährliche Situationen. Da standen Wasserwerfer auf der Schönhauser Allee. Jahrzehnte später habe ich erfahren, dass im Hof der Grundschule, was heute Thomas-Mann-Schule ist, dass da ein paar hundert bewaffnete Leute bereitstanden, um uns zusammenzuschießen. Also es sind viele, viele, viele Wunder passiert und nicht nur das eine. Und jeder sagt immer, der war es. Nein, es waren viele Rädchen, die da zusammengegriffen haben, dass das gut gegangen ist. Ja. Also das, die Erfahrung der Kraft der Machtlosen, das war eine der intensivsten Erfahrungen meines Lebens. Und danach hatte ich für viele Jahrzehnte eine sehr enge Beziehung zur Gethsemane-Kirche. Am 4. November waren wir natürlich alle auf dem Alexanderplatz, klar. Aber da kippte die Stimmung um. Da stand ich zwischen einem Trupp von Leuten und ich weiß nicht, ob es Stasi oder was war, die plötzlich schrien, Deutschland den Deutschen, Deutschland den Deutschen. Da brach bei mir Panik aus, bin ich nach Hause gerannt. Und an dem Tag wurden wir am Nachmittag also immer depressiver und depressiver und depressiver, weil klar war, das war es jetzt. Und dass dann ein paar Tage später die Mauer fiel, gab dem Ganzen nochmal eine völlig andere Situation. Aber da war schon sehr schnell klar, Business as usual wird das Ganze übernehmen. Was viele überhaupt nicht wissen, dass dieses Zusammenpappen der beiden Deutschländer für uns Juden sehr erschreckend war. Also wir hatten Angst davor, dass die Deutschen ihr Reich wieder haben. Und als die Alliierten abzogen, hatten wir noch mehr Angst. Der Grund, dass ich in Berlin geblieben bin, waren meine Teenagerkinder und dann hatte ich ja noch das Baby auf dem Arm. Mein Ältester sagte, als alle weggingen, ja Mama, aber wir bleiben doch hier, wa? Der ist ohne Berlin nicht denkbar. Der ist einfach Berliner. Ja. Und da ich selbst hierher nach Berlin gebracht worden bin und nicht gefragt wurde und hier eigentlich gar nicht hin wollte und mein Leben lang weg wollte aus Berlin, bin ich halt geblieben. Und als ich dann 2008, als wir unseren Mami-Job erfüllt hatten und unseren Töchter-Job erfüllt hatten, also mein Papa diese Welt verlassen hat, hätten wir gehen können. Ich hatte einen Job in den USA. Meine Frau hatte eine Ausstellung im Jewish Museum. Eigentlich war alles schon klar. Wir wollten gehen, wir wollten weg. Und dann kam der Börsencrash. Ja, dann bin ich immer noch hier. Ja, also ich spreche
nach Möglichkeit nie von der Wiedervereinigung, weil es war ein Zusammenschieben von zwei recht unterschiedlichen Ländern. Die Forderungen, unsere Forderungen des runden Tisches wurden nicht gehört. Und die wenigen Wochen der großartigen Demokratie, also wo wir alle Demokratie gespielt haben, wo unsere Kinder in den Schulen ihre Forderung durchgesetzt haben. Ja. Mein Mittlerer, der war hier im das, was heute John-Lennon-Gymnasium ist. Das haben die Schüler durchgesetzt. Sollte eigentlich Bob Marley-Gymnasium werden und John Lennon war sozusagen die zweite Wahl, weil irgendwie klar war, Bob Marley werden wir nicht durchkriegen. Aber also auch diese Teenager haben ein solches Bewusstsein, wie Demokratie funktioniert, durchgesetzt. Das war einfach fantastisch. Und und das Land sieht heute so aus, wie es aussieht. Es wird immer noch viel zu wenig gewürdigt, was Ostdeutschland mit eingebracht hat. Ich rede jetzt nicht von Dresdner Kunstschätzen und Pergamonmuseum und solchen Dingen. Da will ich auch gar nichts aufrechnen, aber an Lebenserfahrung, an Improvisationserfahrung, immer wieder aus Situationen das Beste machen, wird viel zu wenig gewürdigt. Eins der Probleme, die wir jetzt in den neu fünf Ländern sehen und wo einfach noch viel Arbeit zu tun ist. Kaum waren die Leinen los, gab es aus der Nachbarschaft heftige antisemitische Übergriffe. Eine jüdische Frau mit zwei Teenagern. Hilfe kam nicht von der Berliner jüdischen Gemeinde, die war weit weg. Wie Sholem Aleichem sagt, ein guter Nachbar ist immer besser als ein ferner Verwandter. Sondern Hilfe kam von den Nachbarn der christlichen Gemeinde. Die sagten, wenn du Angst hast, du kannst jederzeit bei uns schlafen. Wenn du Zeugen brauchst, klingel uns mitten in der Nacht aus dem Bett. Also lauter so Dinge, die auch wirklich geholfen haben. Ja. Gibt es noch eine sehr lustige Szene, wie ich dann zur Polizei bin, um Anzeige zu erstatten. Das Polizeihauptquartier vom Prenzlauer Berg war im ehemaligen Altersheim, das direkt an den guten Ort im Prenzlauer Berg grenzt, dieses schöne Gebäude, mich also da die Treppen hoch. Und da saß einer, der hatte die Zwei-Finger-Schreibmaschinen-Methode mit so einem Plastiktelefon. Der versuchte also meine Anzeige aufzunehmen und verstand nicht so richtig, was ich von ihm wollte. Und ich guckte auf die Grabsteine da hinten. Also völlig absurde Situation. Die Anzeige verlief natürlich ins Nichts. Ich war mit den Musikern unterwegs im Erzgebirge im Februar, Anfang März waren wir eine Woche unterwegs da, Chemnitz, Vogtland, in den Städtelech. Und da habe ich etwas gesehen, wenn ich das nicht mit meinen beiden Augen gesehen hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Also da, wo früher stand, von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen, was dann mit Gorbatschow einen doppelten Boden bekam. Und die Zukunft ist unser und der Sozialismus siegt und die ganzen Fähnchen, die überall hingen. Da hing jetzt Helmut Kohl, du bist unser Retter. Helmut Kohl, wir erwarten dich. Da hingen überall Deutschlandfahnen mit dem Bundesadler anstatt der Hammerzirkel und Ehrenkreis. Ich weiß, sind die Leute denn bescheuert? Sehen die nicht, was hier passiert? Ja? Die also händeringend nur eines wollten, dass der Trabi von heute auf morgen in Golf wird. Das war so das Ziel. Es klingt jetzt unheimlich arrogant. Aber die Sehnsucht nach dem Wohlstand, den vermeintlichen Wohlstand des Westens mit der sozialen Sicherheit des Ostens, dass das nicht vereinbar war, war völlig klar. Und als ich nach Berlin zurückkam und sagte, Kohl wird die Wahl gewinnen am 18. März, wollte mir das keiner glauben. Ja, und dann hat Kohl die Wahl gewonnen und wir waren natürlich alle zutiefst enttäuscht
Und an dem 3. Oktober, ein Datum, mit dem ich bis heute nichts anfangen kann, meistens schönes Wetter, also kann man in den Wald fahren und Pilze suchen, wenn man frei hat und die Kinder schulfrei haben. Aber ansonsten habe ich nur in Erinnerung an diesem Tag, wie plötzlich durch mein Kiez zwei Sorten Polizisten streiften. Und dann dachte ich, also immer der doppelte Boden bei uns natürlich, ah ja, so wird es in Amsterdam ausgesehen haben, als die Deutschen plötzlich durch die Straßen patrouillierten. Ja. Nicht zu vergleichen, aber ich habe einfach immer wieder diese Bilder im Kopf. Ja, dann die kreativen 90er Jahre bis hin zu jetzt. Der Jetztzeit in Berlin, dass für Menschen wie uns, die kreativ sein müssen, weil sonst ersticken sie, kein Platz mehr ist, weil wir die Plätze einfach nicht mehr bezahlen können. Also ich wollte immer weg aus Berlin. Ich bin, also Holländisch ist meine Muttersprache, ich habe Deutsch auf der Straße gelernt. Ich hatte immer den Traum von Amsterdam. Es lag auch daran, immer wenn wir Deutschland verlassen haben in irgendeiner Richtung, dann ging es meiner Mama gut. Und wenn wir zurückkamen, rutschte sie wieder zurück in die Depression. Also damit hing das auch zusammen. Und ich wollte mein Leben lang weg. Und im Jahre 1968, also genau die Zeit des Jugendaktives, war ich verliebt in einen jungen Mann, der hatte einen englischen Pass, ich hatte einen holländischen Pass, wir hätten gehen können. Jahre später habe ich habe immer gedacht, ich war zu feige zu gehen, weil viele andere gegangen sind. Ich wollte Mama nicht allein lassen, weil ich habe ja für meine Mama gesorgt und nicht umgekehrt. Ne? Das war ja in unserer Generation verdrehte Welt. Und ja, und dann habe ich gearbeitet, Kinder gekriegt und als wir dann nach 1978, also als die Zusammenarbeit mit meinen Eltern begann, dann begannen zu reisen, also ich mitreisen durfte, hatte ich hier in Berlin zwei Kinder zu sitzen. Ich war 1983, im Dezember 83 waren wir in Israel für 3 Wochen. Ich wäre ohne die Kinder in Berlin niemals zurückgekommen. Ich wäre in Berlin, in Israel geblieben. Ich wäre niemals zurückgekommen. Also ich werde nie vergessen, dieses Klack-Klack der Türen, auch hier in der Friedrichstraße, wie so hinter dir zuknallen. Das fast klingt wie eine Gefängnistür. Ja, aber ich war hier. Also habe ich hier das getan, was ich tun musste. Also mit meiner Tradition, die ich mir immer mehr zurückerobert habe, mich hier in die politische Welt eingemischt. Mache ich bis zum heutigen Tag, das werde ich vermutlich gar nicht anders können. Ich bin ein jüdisches Mädchen, ich bin als jüdisches Kind in der Schule diskriminiert worden. Antisemitischen Quark kenne ich, solange ich leben kann, von anonymen Anrufen über kaputte Klingeln, anonyme Briefe. Ich bin mal von größeren Teenagern überfallen worden, konnte laut genug schreien, treten und beißen, dass sie mich also dann haben laufen lassen. Also ich kann da Lehrer, die mich versucht haben, fertig zu machen und so weiter. Also da kann ich endlos Geschichten erzählen. Antisemitismus ist nicht etwas, was jetzt plötzlich zum Vorschein kommt. Es war immer da. Als ich 1985 in Weimar zum ersten Mal in meinem Leben, da sagen mir dann natürlich die Leute aus Thüringen, ja, das war nicht nur 1985, jungen Männern gegenüber saß im FDJ-Hemd, die waren im FDJ-Hemd und das waren einfach Neonazis. Ganz einfach und unübersehbar als stramme FDJler. Dann bin ich damit nach Berlin gekommen, die haben gesagt, du spinnst. Hätte ich Unrecht gehabt, hätte ich gern Unrecht gehabt. Ja. Also das war immer da, war nach 89 offensiver mit Deutschland, den Deutschen. Als die Mauer gefallen war, zogen die Horden an unserer Haustür vorbei.
Deutschland den Deutschen schreiend besoffen mit der berühmten Spur von Bananenschalen und Bierdosen. Und da gab es ein paar Tage, da, wenn die Kinder früh zur Schule sind, habe ich mich in die äußerste Ecke der Wohnung verdrückt und habe hinter einem Sessel gesessen und gewartet, bis sie wieder nach Hause kamen. Weil ich hatte Angst, ich hatte Panik. Na, und die wollten natürlich auch unbedingt in den Westen. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir warten ein paar Tage. Und habe noch zwei Freunde mitgenommen von meinem ältesten Sohn. Und dann sind wir hier in der Invalidenstraße über den Übergang gegangen. Also der Dreck war, also der antisemitische braune Dreck war immer da. Und das hat viele Facetten. Und für mich also die erstaunliche Erfahrung in Brandenburg, weil das war natürlich die erste Frage, die es da gab. Ne? Und da, wo wir wohnen, hat die AfD keine Chance. Das ist einfach toll. Wir wohnen in einem aufmüpfigen Dorf. Und das ist alles anders, als du glaubst. Weil Brandenburg einfach auch sehr verschieden ist, genauso wie Berlin. Ich war immer eine Grenzgängerin. Ich war nie ein typischer DDR-Bürger. Ich bin aufgewachsen in einem jüdischen intellektuellen Kreis in Ost-Berlin. Hans Eisler, Ernst Hermann Mayer, Nathan Nodowitz, der meine Eltern hergeholt hat und so weiter. Das waren jüdische Intellektuelle, mit denen ich groß geworden bin. Das heißt, ich war nie ein Standard-DDR-Bürger. Außerdem war ich ein VIP-Kind, Very Important Person-Kind. Und wir waren beschützt. Also als ich in meiner Oberschule in der Niederwaldstraße, links wird der Fernsehturm hochgezogen, rechts baut Springer sein Hochhaus, 68, ich war natürlich ein Hippie und bin mit Blue Jeans zur Schule gegangen, wo Make Love Not War drauf geschrieben war, nächsten Tag noch ein Blümchen und noch ein Blümchen. Also das, was man heute fertig kaufen kann, haben wir kreativ selber geschaffen. Und war alle paar Tage bei Frau Direktor, die machte du, du, du und konnte nichts gegen mich machen. Ja, 10 Jahre später sind Leute dafür von der Schule geflogen. Schon im Sommer, ich habe 69 Abitur gemacht, im Sommer 68, nach dem Einmarsch in Prag, waren in der Nachbarklasse ein paar Leute, die haben Flugblätter verteilt. Ich hätte sofort mit dir gemacht, wenn mich jemand gefragt hätte, wäre überhaupt keine Frage gewesen. Und die waren aber größer sozusagen, die Klasse drüber. Man hat ja mit denen drunter immer nicht so viel zu tun in der Schule. Und da gab es Wahnsinnsdiskussionen in der Schule. Und auch da habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gelegt und mich mit meinem Staatsbürgerkundelehrer angelegt. Konnte ich mir alles leisten. Ging 10 Jahre später, wie gesagt, nicht mehr. Da sind die VIP-Kinder auch nicht, sind genauso von der Schule geflogen. Was ich in der DDR gelernt habe, ist die Kreativität. Wir hatten so diese Sprache der Machtlosen, was ich vorhin schon versucht habe zu erzählen, an der Losung von der Sowjetunion lernen, heißt Siegen lernen. Ab 1985 war das ein doppelter Boden, war das einfach ein No-Go. Ich habe Schauspiel studiert hier in Schöneweide. Ich war eine Theaterfrau. Wir haben Stücke gespielt, die waren so hochpolitisch und es konnte keiner nachweisen. Ja, wenn dann jemand von der Bezirksleitung im Saal saß und sagte, du, 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 also was macht ihr da? Weiß ich nicht, schöne Helena. Und wir haben gesagt, was? Also das ist jetzt ihre Interpretation. Also das haben wir überhaupt nicht gemeint. Das sagt ja das Stück so, das Stück schreibt das so. Ne? Die Leute haben es natürlich verstanden. Also diese Kraft, die Theater hat, die Theater heute hoffentlich bald wieder bekommt. Also 89, 90 war Theater, war Kunst, eine politische Institution. Dann versank alles ein bisschen in dem, ach, geht's uns gut? Und jetzt wird Theater wieder eine politische Anstalt. Das finde ich toll. Ja, finde ich wirklich sehr toll. Ich habe sehr viel gelernt und teile mein Gelerntes gerne. Und weiß, in ungewöhnlichen Situationen eine Lösung zu finden. Das kann ich. Und ich sitze wie immer
zwischen den Stühlen, da, wo ich immer gesessen habe. Also eigentlich habe ich den Ort zwischen den Stühlen, wo man sehr viel kreativen Raum hat, nie verlassen. Das, insofern bin ich mir doch treu geblieben. Meine Mama hatte viele Facetten. Also in ihrem Herzen war sie eine glühende Anarchistin. Und die hat auch immer sehr kreative Ideen gehabt, um irgendwelche Gesetze zu umgehen. Sonst wäre sie, also sie war aktiv im Widerstand in Holland. Es geht die Geschichte, dass die niemals den gelben Stern getragen haben. Ob das stimmt, kann ich nicht überprüfen. Und der Schritt nach Deutschland zu gehen, war vor allem ein ökonomischer Grund, weil durch die McCarthy-Gesetze, durch den Kalten Krieg hatten sie einfach keine Arbeit mehr. Und mein Papa hat sich dann noch mit der kommunistischen Partei in den Niederlanden überworfen und hatte keinen Job mehr. Also er hatte einen Job als Redakteur für The Wahrheit. Und den ist er dann auch losgeworden. Also die hatten einfach nichts zu beißen. Und dann kam das Angebot aus Berlin von Nathan Notowitz und sie haben meinem Papa hier einen Job angeboten. Und für meine Mama war das natürlich ein schrecklicher Schritt, nach Deutschland zu gehen. Katastrophe. Ja, sie ist ins Krankenhaus in Buch eingewiesen worden. Da kamen deutsche Ärzte, da ist sie aus dem Fenster geklettert. Und ist mit der S-Bahn, hat irgendwo 20 Pfennig geborgt, sich also geschnorrt auf der Straße und ist nach Hause gekommen. Sagt, ich gehe da nicht zurück, ich mache das nicht. Und sie war immer zweigespalten. Also auf der einen Seite wollte sie so gern, dass ihr Traum von einem anderen Deutschland gelingen würde. Und auf der anderen Seite hat sie sehr klar und wach gesehen, was hier passiert. Ja, es gab Tage, brauchte ich nicht zur Schule zu gehen, du willst heute nicht zur Schule. Und sie brauchte mich als jemanden, der sie an die Hand nimmt, damit sie einkaufen gehen kann, damit sie sich raustrauen kann. Ne? Ich erinnere mich noch sehr gut an die Hand, die plötzlich so machte, wenn ihr jemand entgegenkam und ihr in die Augen guckte. Und in diesem Widerspruch hat sie gelebt und wir haben dann schon zusammengearbeitet, hatten viele Diskussionen zum Thema Antisemitismus und ich erinnere mich, als 1976 Biermann ausgebürgert wurde, ist sie so die Wände hochgegangen, weil sie sagt, man darf und kann einem Menschen den Pass nicht wegnehmen. Ja, auch da, wenn jemand an ihrer Tür gepocht hätte, sie hätte die Biermann-Erklärung sofort unterschrieben, ohne Wenn und Aber. Genauso wie sie 1967 sich geweigert hat, eine Erklärung gegen Israel zu unterschreiben. Ja, sie sagt, nein, mache ich nicht. Ich denke überhaupt nicht dran. Und eigentlich nach 1976 war ihr klar, dass das Experiment gescheitert ist. Und 1985 waren wir das erste Mal wieder in Amsterdam und sie wollte nicht weg, sie wollte in Amsterdam bleiben. Und sie haben damals ernsthaft darüber nachgedacht, die DDR zu verlassen und zurück nach Holland zu gehen. Hätten sie ja machen können, waren beide Rentner, es hätte überhaupt kein Problem gegeben. Aber an diesem Widerspruch ist sie kaputt gegangen. Also diesen Widerspruch hat sie nicht ausgehalten. Und auf der einen Seite bin ich froh, dass sie nicht gesehen hat, wie 89, 90 der braune Dreck nach oben gekommen ist. Auf der anderen Seite finde ich es schade, dass sie nicht erlebt hat, wie die Leute auf die Straße gegangen sind. Das, worauf sie immer gehofft hat. Ne? Dass also Leute selber denken, selber für ihr Handeln Verantwortung übernehmen und selber sich für ihre Ideen, Gedanken und Ziele einsetzen, was ja bis heute ein Thema ist. Und ja, und mein Papa, der war mit dem Tod von meiner Mama, war nicht klar, ob er weiterleben will.
Und ich habe ihn jeden Abend angerufen. Wir hatten natürlich kein Telefon. Also ich stand jeden Abend an demselben Telefon, habe holländisch geredet. Jeden Abend, nach dem zweiten Abend, hatte ich zur selben Zeit immer dieselben Leute um mich rumstehen. Und dann am 9. Oktober, Yom Kippur, hatte ich plötzlich einen Zettel im Briefkasten, dass ich jetzt ein Telefon kriege. Und habe jeden Abend ihm erzählt, was auf der Straße los ist, weil er hatte Angst. Er hatte Angst, 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 Angst. Und ich habe gesagt, die Leute sind hier sehr stark. Es ist schade, dass du nicht hier bist. Ich würde dich gern herholen. Aber er war mit seiner Trauer beschäftigt. Und ja, und einige Jahre später, als bei uns im Stadtbezirk ich die Wahl hatte zwischen Wolfgang Thierse und Stefan Heim, habe ich nachts um eins eine laute Diskussion mit meinem Papa gehabt und ihm erklärt, warum ich Stefan Heim nicht wählen werde, weil der muss schreiben. Wir sind genug von alten Männern regiert worden. Wir brauchen junge Männer, die uns regieren und möglichst auch junge Frauen. Und er hat überhaupt nicht verstanden, dass ich Stefan Heim nicht wähle. Und wir sind so aneinander gekracht, dass ich beschlossen habe, ich will mit meinem Papa nie wieder über Politik streiten. Und habe dann aufgehört, mit ihm über Politik zu streiten. Also er hatte natürlich eine völlig andere Sicht auf die Dinge. Hat dann auch noch darüber geschrieben, hat sich vor einigen Auseinandersetzungen gedrückt, wie viele in dieser Generation. Also er ist zum Beispiel in Schulklassen gegangen und hat seine Geschichte erzählt, dass er als junger Deutscher den Wehrdienst verweigert hat und rief dann alle auch, jungen Männer auf, auch den Wehrdienst zu verweigern. Da hat gesagt, Papa, die DDR-Jugendlichen hast du aber nie dazu aufgerufen, den Wehrdienst zu verweigern. Natürlich eine gemeine Frage. Ja, ist eine sehr gemeine Frage von mir. Aber Kinder sind ja manchmal so, ja. Ja, so weit vielleicht. Also er ist, 2008 hat er diese Welt verlassen. 96 Jahre, ein erfülltes, ausgetrunkenes Leben. Und ich habe für ihn gesorgt und konnte auch dafür sorgen, dass er also bis auf die letzten Tage zu Hause bleiben konnte. Ja.